Wichtigste Aufgabe heute ist das Freistemmen und Tieferlegen der Hauptwasserleitung. Dabei muss eine Beschädigung unbedingt vermieden werden, denn es gibt zwei Elemente, ohne die keine Baustelle auskommt. Das eine ist Wasser und das andere ist Elektrizität. Ah! Opa, ich brauche Strom! Opa, könnt ihr nicht mal selber was machen? Der Opa! So geht das hier nicht weiter! Was wisse? Olivers Leiter. Das ist schon wieder. Wenn du meinst. Opa! Ah! Ah! Was machst du denn? Ah! Was guckt ihr denn so dämlich? Pass lieber auf! Mann, ich hab aber jetzt noch die Faxen dicke mit dir. Den ganzen Tag dein Scheiß gesammelt und jetzt machst du auch noch so einen Mist hier. Wenn der Studiker zu doof ist. Lass gut sein, Jochen. Hat er auch nicht mit Absicht gemacht. Genau. Der Kanacke muss eben besser aufpassen. Der Opa macht überhaupt nicht mit Absicht. Der blickt doch gar nicht mehr durch. Der ist doch unzurechnungsfähig. Und wie redet ihr denn? Wollt ihr den Alten etwa loswerden? Das wäre meine Maßnahme. Am besten gestern. Ja, das könnt ihr euch so passen, was? Damit dass ihr euch den ganzen Tag die Eier schaufeln könnt. Scheiße. Das auch noch. Was ist los? Kommen die Russen? Ja. Hört auf, ihr macht ihm Angst. Opa hat doch noch uns. Wo soll er denn sonst hin? Was weiß ich, von mir aus im Heim oder was? Jo, soll die Schwester ein bisschen auf die Nerven gehen? Jetzt hört mal auf, ich hab Zivildienst im Altenheim gemacht. Darüber macht man keine Witze. Ist die scheißegal, so kann er da vom Altenheim. Guten Tag, dir Herrn. Wer ist denn die Nebelkriege? Mein Name ist Dr. Heckler. Ich bin beauftragt, ein gerontopsychiatrisches Gutachten über einen gewissen Hans-Wilhelm Funke zu erstellen. Er soll sich meinen bisherigen Recherchen gemäß die meiste Zeit des Tages hier bei Ihnen auf der Baustelle aufhalten. Ich schätze, er meint Opa. Opa ist im... Opa ist... Sagen Sie mal, was wollen Sie denn vom Opa? Einfach ausgedrückt, ich soll überprüfen, ob er in ein Pflegeheim muss. Die Nachbarn machen sich Sorgen. Ja, die machen wir uns wohl auch. Ja. Kennen Sie sich aus mit so Pflegeheimen und sowas? Allerdings, ich leite eines. Das Seniorenheim Haus Sonnenschein. Bierchen, Herr Doktor? Na, Kippe? Opa! Keine Bewegung. Ich bin bewaffnet. Opa, ich bin's, Kümmel. Was hast du denn? Ich hab eine Nagelpistole mit 100 Schuss. Bleib mir vom Leib, du, oder? Ich mache einen Igel aus dir. Und aus dem Doktor auch. Hier ist kein Doktor. Reg die ab. Du, der kriegt mich nicht. Eher mache ich den da. Das ist ein Druckluftnagler. Da muss ein Schlauch dran. Und der ist zusammen mit dem Kompressor in der Reparatur. Das war denn wohl für HW Funke. Hier seid ihr. Opa, der Dr. Heckler, was will denn der von dir? Rauskriegen, ob ich noch alle Tassen im Schrank hab. Jede Woche schickt ihr mir zwei Briefe. Hab ich alle in den Müll gekloppt. Das reicht schon fast für eine Zwangseinweisung. Wir müssen Opa hier wegbringen, sonst nimmt er den gleich mit. Ich will ja nicht hin. Vorher mach ich Bammelmann noch. Zwangseinweisung? Blödsinn. Nenn mir mal einen guten Grund dafür. Ja, mein Hauswirt, der hat mich verpfiffen. Jetzt werde ich deportiert. Wie damals der. Aaron Güldenstern. Manchmal reicht schon, wenn nur der Fernseher zu laut eingestellt ist. Was? Der ist viel zu leise. Pennt man hier dauernd bei ein. Sag mal, Opa. Oder hast du etwa wieder mit dem Feldstecher bei den Nachbarinnen gespannt? Weil die das ja direkt drauf anlegen mit ihren nackten Möpse, die ollen Lesben, die. Das war wegen die Tauben. Tauben? Ja, Brieftauben von meinem Hauswirt. 8 Stück habe ich mit dem Luftgewehr vom Dach geputzt. Du erschießt wehrlose Tauben? Ja, die kacken mir nicht mehr auf dem Balkon, die Biester. Ja gut, aber 3 gute Gründe. Aber abhauen bringt nichts. Nee, die kriegen dich überall. Und denen geht es direkt zum Duschen. Sag mal, Susi, du warst doch Zivi im Altenheim. Diese Prüfung, wie läuft die ab? Ja, im Prinzip ganz einfach. Nur wenn die mitkriegen, dass sie irgendwas nicht mehr kann, alleine aufs Klo gehen oder sowas. Kann ich.
Oder wenn er den Fragekatalog vergeigt. Kann ich auch. Ja, gib mal ein Beispiel für einen Fragenkatalog. Ganz simple Sachen. Was weiß ich, Name, Adresse, amtierender Bundeskanzler. Wie heißt du? Hä? Wie du heißt, sein Name. Opa natürlich. Sackdämliche Frage, dass ihr das noch immer nicht wisst. Aber das werden wir auf die Schnelle ein bisschen mit ihm üben. Ja, ist denn der Herr Funke nun ihr Großvater oder nicht? Abwart. Obwohl, so ganz rausgekommen ist das nie. Wenn man nicht mal aufgeht, Bierchen noch. Was? So früh am Morgen? Aber ihr Intellektuellen, was schmeckt euch denn überhaupt? Name? Wilhelm Funke. Adresse? Steinbergstraße 65a. Und hier in der Bundeskanzler? Konrad Adenauer. Ludwig Erhard. Nee, auch nicht. Willy Brandt. Schröder. Schröder? Gerhard Schröder. Das kann doch nicht so schwer sein. Oh Mensch, habt ihr erstmal so viele von den Schwachmatikern erlebt wie ich? Komm, sag noch mal. Herr Funke! Herr Funke! Sind Sie da unten? Ich find's gemein von euch, dass ihr den alten Mann einfach so abschieben wollt. Wer fragt dich denn, Student? Trotzdem, das ist nicht richtig. Ein Mann sollte im Kreis seiner Familie alt werden dürfen. Opa ist alt. Und er hat keine Familie. Das weißt du gar nicht genau. Deine Mutter, die wusste damals gar nicht genau. Und hör doch mit der Scheiße auf! Da läuft auf einer rein wissenschaftlichen Art! Was ist denn hier los? Vera! Der Kümmel ruft mich gerade an. Ihr wollt den Opa ins Heim stecken? Was, wer, wir? Nein, er ist einer von den Behörden. Das wird hier amtlich. Den hab ich aber Bescheid gestoßen, den Doktor. Guck dir den Sauhaufen da draußen an, sag ich. Ohne mich stehen die doch bloß rum und gucken dämlich in der Gegend. Na los, Jungs! Ran an der Arbeit! So, Sie wollen den Opa hier also amtlich entfernen? Ach, was von wollen kann gar keine Rede sein. Es geht hier um ein gerontopsychiatrisches Gutachten. Ja, was ist denn jetzt da rausgekommen bei Ihren Tests? Grenzwertig, würde ich sagen. Die Frage nach dem gegenwärtigen Bundeskanzler konnte er nicht beantworten. Was ich gesagt habe, unzurechnungsfähig. Ja, und? Ja, aber alle übrigen, die kannte er. In ihrer richtigen historischen Reihenfolge. Also ich werte das zu seinen Gunsten sozusagen als Ausgleich. Und wegen sowas holt ihr mich vom Aerobic? Das ist aber auch Ihr Glück. Den Opa, den hätten Sie nämlich nur über meine Leiche hier rausgekriegt. Nur über meine Leiche. Verstehen Sie? Nur über meine Leiche. Allerdings nur eine Anzeige, sage ich Ihnen. Ein kleiner weiterer gemeldeter Vorfall. Ich bin mir sicher, dass ich im Auto noch einen kompletten, trockenen Satz Einweisungspapiere habe. Das ist nur der Dank. Hier, für langjährige Mitarbeit. Das ist ein nagelneues Radio. Chefin, das ist eben blöd gelaufen, aber jeder hat doch mal einen schlechten Tag, oder? Du musst schnell weg, bevor der hier noch alle umbringt. Aber Sie wissen ja gar nicht, was Sie ihm da antun. So ein Heim, das ist die Hölle. Da hat er ja richtig Glück gehabt, der alte Teufel. So, fertig, ab! Aus Sonnenschein hin! Opa, sag tschüss, wir fahren. Ja, das ist der Untergang. Wie mein Aaron Güldenstern. Denkt an meine Worte. Wie meint er das denn jetzt? Opa, mal gut! Und ihr habt Opa noch nicht mal reingebracht. Er ist mir 30 Jahre, ist er mir um Keks gegangen. Das sind eigentlich meine Butterbrote. Ja. Nach 30 Jahren setzt ihr einen alten Mann einfach vor der Tür ab und verpisst euch. Schluss, aus, Endstation. Toll. Mann, nur 30 Jahre, ist auch noch eine lange Zeit, ne? Hör mal, Kalle, weißt du noch, wie wir damals den Bungalow an der Gladbecker Straße gebaut haben? Ich glaube, da warst du sogar noch Stift gehabt. Hör doch mal auf. Hör mal, wir haben den Opa da nicht einfach so abgesetzt. Was denn? Ja, was denn? Die Pflege hat noch die größte Mühe, den überhaupt, so muss ich sagen, in aller Freundlichkeit entgegenzunehmen. Jedenfalls hat der Opa damals gewettet, dass er dem Kalle mit einer Kelle aus 5 Meter Entfernung in den offenen Mund... Da muss man doch mal mit reingehen, sich wenigstens die Bäder angucken. Der Opa wollte doch gar nicht duschen. Und der Heckler sagt, das wäre eine ganz renommierten Anstach. Sagt der Heckler, ist eine Überraschung, wo doch nur der Chef von dem Laden ist. Und du kennst dich ja natürlich aus, du Besserwisser oder was? Nee, aber ich habe in meiner Zivildienstzeit ein paar echte Horrorheime kennengelernt. Das kann ich euch aber sagen. Das sind die reinsten Sterbefabriken. Und euch beiden ist das furchtig egal, wohin ihr den alten Mann verfrachtet habt. Hättest du mitkommen können. Und dich dabei auch noch unterstützen? Ich war dagegen. Schon vergessen? Morgen, Männer. Martina!
Hier, Papa, deine Frühstücksbrote. Ich hätte schwören können, dass ich die eingepackt habe. Man wird halt nicht jünger, was? Ich habe dir übrigens auch ein paar Prospekte mitgebracht. Hier. Was hat denn? Das sind Seniorenheime. Könnt ihr übrigens alle schon mal einen Blick reinwerfen. Martina, das ist bei mir aber noch ganz schön lange hin, doch. Tja, das wird sich zeigen, Papa. Jedenfalls muss man sich da rechtzeitig anmelden. Oder wollt ihr in so einer Bruchbude enden wie der Opa? Na, mach's mal gut, ne? Schönen Tag. Tschüss. Sag mal, Kalle, wollten wir beide nicht eigentlich noch Zementoren fahren? Zementoren fahren? Ja, sicher. Geht sofort. Wir wollten eigentlich Zementoren fahren und zwar sofort. Hat Zeit. Hallo? Ja, los, geh rein, das muss doch hier sein. Opa! Du lebst ja! Opa! Ja, was man so Leben nennt, nicht? Nicht lange und dann ziehen sie mir auch den Lappen über den Kopf. Ach, Opa, du bist doch fit wie ein Turnschuh. Das war mal. Das geht hier drin ganz fix. Jochen, ich hab dich tüchtig dran gekriegt, wohl. Aber jetzt bist du ein Spitzenpolier. Denk dran. Wenn du die letzte Schippe auf meinen Sarg wirfst, wohl. Und dir, Junge, dir verrate ich jetzt ein Geheimnis. Deine Mutter, die hat nie so genau gewusst, wer eigentlich dein Vater gewesen ist. Und ach, der Glückspilz, der hat es gut. Ich bin ja nichts. Aber ihr habt es ja nur gut gemeint, Jungs. Ja, sicher, Opa, aber jetzt sag, was war mit Mutti? Nicht mehr wichtig. Ich warte auf den Sensenmann. Ja, ist ja ganz schön so weit, der Time, wa? Oh ja. Also, auch die Bäder. Tipptopp. Ja, auch so weit von der Weiber her, ne? Also. Da wird der Opa wohl seinen Spaß haben, wa? Jo. Das darfst du, im Grunde darfst du das gar keinen erzählen. Aber. Hör mal, am besten wir fahren gar nicht hier, sonst glaube ich, wir hätten ihn umgebracht. Außen ja ganz ansprechend. Aber davon lassen wir uns nicht täuschen. Okay, dann schicken wir den Laden. Der Sensenmann hat gesessen. Keine zwei Tage halten die Affen da durch. Augenblick mal, wo bringen Sie mich hin? Krankenstation, Herr Schneider-Wegenbach. Was wird das denn? Aber ich bin Privatpatient, ich habe Anspruch auf ein Einzelzimmer. Leider zur Zeit nichts bei. Schiebt die Heulsuse bloß wieder raus. Wo habt ihr denn den anderen hin? Den von vorhin? Er war so schön ruhig. Und Sie schalten Sie den Fernseher aus, das stört. Ich verlange sofort ein Einzelzimmer. Machen Sie den Fernseher aus. Ich kenne meine Rechte. Die Männer gut gebaut. Was ist denn hier los? Der kommt hier rein und ist ein Rumpöbel, Wolf. Bleib hier keine Sekunde länger. Fixieren. Worte, die jünger ist, die ihm ein Kind. Und Sie, Herr Funke, was machen Sie denn da, wenn ich fragen darf? Packen. Mein Enkel holt mich ab. Kann nicht mehr lange dauern. Meinen Sie Ihren Arbeitskollegen, den Herrn Kalle? Genau, das ist mein Enkel. Der wollte das bloß nie wahrhaben. Bis vor 10 Minuten. Er hat Sie ja nicht mehr alle, der Kretin. Ich geb dir gleich Kretin, du. Moment, was Sie beide begreifen müssen, meine Herren, ist, hier im Hause Sonnenschein leben wir nach festen Regeln. Und die Regel Nummer 1 lautet, alle Bewohner nehmen regelmäßig ihre Medikamente. Und Sie, Herr Funke, scheinen mir ja besonders verwirrt. Sie haben keinen Enkel. Ihre Kollegen wollten Sie gerne hier reinhaben. Viel weniger hier rausholen.
Ich bin nicht verwirrt. Kann doch alle Fragen beantworten. Und noch was. Ich bin ein freier Mann, wohl? Ja, dann sind Sie auch frei genug, darüber zu entscheiden, wie Sie Ihre Medikamente nehmen wollen. Als Pille oder Einlauf? Brauchen Sie das hier? Was soll ich mit den beiden machen, Herr Doktor? Der ohne Schuhe bleibt im Bett. Den mit Schuhen, den schicken Sie zum Tanztee. Ja. Gar nicht mal so schlecht, der Fraß in der Kantine. Ja, aber die Nudeln waren nicht al dente. Papa? Solange ich kenne, hat Opa nie getanzt. Tanzen ist was für Schwuchteln, hat er immer gesagt. Der Kanake und der Studiker. Hallo? Kein Besuch während der Tanzveranstaltung? 2 Minuten. Wie geht es euch? Sag mal, Opa. Alles klar bei dir? Alles klar. Ah, klar. Mir geht das blendend. Und die Weiber hier. Spitzenklasse, sag ich dir. Sag mal, du willst doch nicht ernsthaft hier bleiben, oder? Du musst nur irgendwas sagen, wir holen dich raus. Ja, seid ihr bekloppt? Das ist das Paradies hier. Sogar das Essen ist umsonst. Wenn mir bloß der Name einfallen würde von diesen Dingens. Gerhard Schröder. Wer ist denn das? Nee, ich meine den Dingens. Den... Na, ist ja auch egal. Mach es gut, Jungs. Na ja, wenn es ihm gefällt. Komm. Ja, aber wir können ja nicht... Komm. Wie war mein Opa? Furchtbar, ne? Ist halt nicht ein scheiß Elend. Woher weißt du das? Wir waren doch gar nicht da. Na, es tut mir auf jeden Fall leid mit den Sterbefabriken und so. Sterbefabrik, du sagst es. Der arme Opa. Ha, nur, dass der Kalle das gar nicht wissen kann, weil wir da nämlich gar nicht waren. Kalle, sei nicht traurig. Der Opa hat Spaß. Das mit dem Heim, das geht schon in Ordnung. Der hat Spaß? Er könnte natürlich auch unter Tabletteneinwirkung stehen. Na, papalapap. Das Heim ist schön und Opa ist auf jeden Fall quietschideel. Du willst mich doch nur beruhigen. Ich bin eine Drecksau, das weiß ich. Ja, wahrscheinlich, weil er jede Nacht in seinem Auto pennt. Immer der Opa krepiert da, ich riech das doch förmlich. Ich bin mir sogar ganz sicher, dass der unter Tabletten steht. Er wusste nämlich auch nicht mehr, wer Gerhard Schröder ist. Ja, das wusste er vorher auch nicht. Nee, der Opa ist topfit. So wie der getanzt hat? Jetzt aber Schluss mit dem Theater. Ich bin da schuld dran, das weiß ich. Und ich würde damit auch klarkommen, ohne euren Affenzirkus. Oliver, der Opa tanzt nicht und das weiß der Kümmel ganz genauso. Tanzen ist was für Schwuchtel, das hat er immer gesagt. Wenn ich's euch doch sage, Ententanz, ganz süß, wie so ein kleiner Tanzbär. Jetzt hör mal zu, ich war auch beim Opa und was ich da gesehen habe, das war kein Ententanz, das war der sterbende Schwan und nichts anderes. Hör auf, hier rumzulügen. Was soll ich gemacht haben? Polonaise, ganz vorne weg, der Pfleger hat es mir erzählt. Die wirken ja wundervoll, diese rosa Pillen bei Ihnen. War sonst noch was? Sie haben sogar Besuch gehabt. Ein Türke und ein junger Kerl. Kümmel und Oliver, auf die Jungs ist Verlass, die holen mich hier raus. Warum haben Sie sie dann weggeschickt? So, die Herren, Zeit für Ihre Medizin. Schnell, schnell, bloß weg von diesem debilen Clown. Jawohl. Machen die nicht noch mal. Nicht mit Opa. Und du Schnöselarsch, du hast das letzte Marklohn zu mir gesagt. Lecker, was? Du alten Junki. Na, kleinen Spaziergang, Herr Funke? Oh, nee. Bitte nicht. Nicht fixieren. Warum hab ich denn jetzt die Arschkarte? Ihr wollt den Opa doch ins Heim stecken. Kümmel, mach dir doch nichts vor, das waren die Tabletten. Genau, die vergiften den Opa. Aber was willst du denn machen? Drin ist drin. Du feigen Wemser, du hättest doch glatt kaputt gehen lassen. Knackige Schwestern. Genau, das hast du gesagt. Die sind alle beide bekloppt. Also, wir haben den da reingebracht. Und wir hauen auch wieder raus.
Wer dafür ist, Hand hoch. Warum soll ich denn jetzt abstimmen? Ich war von Anfang an dagegen. Tja, dann ist nur noch Jochen dafür. Was ich? Wieso ich denn? Was ist denn nun schon wieder los? Ihr wollt den Opa aus dem Heim holen? Spinnt ihr? Sag bloß, dass die Chefin schon wieder angerufen. Ich will nichts hören. Der Opa bleibt im Heim und damit basta. Der gewöhnt sich da schon ein. An so eine Sterbefabrik, Frau Wiesenkamp. Da gewöhnt man sich nicht ein. Und eins sage ich euch gleich. Wenn er da drin tot geht, dann sind wir dann alle Mann hier. Aber alle zusammen in der Schuld. Wollt ihr das? Natürlich nicht. Ihr holt ihn da sofort raus. Ich war von Anfang an dagegen. Wogegen geht's nochmal genau? Halt die Klappe. Wir stimmen ab. Ich muss euch ja wohl nicht sagen, dass meine Stimme doppelt zählt. Ja, das ist ja eindeutig. 6-0. Stopp mal eben. Wie wollt ihr ihn da eigentlich rauskriegen? Aus der Sterbefabrik. Also einen Plan habe ich noch nicht. Aber eine Idee. Geh mal hin da, die kommen jeden Moment. Nee. Nicht so schwer, aber Mund auf und los. Bitte dich. Schlagen Sie sich das aus dem Kopf, ihn wieder mitnehmen. Wie kommen Sie denn auf diese abstruse Idee? Opa hat so einem jungen Menschen wie mir einfach noch unglaublich viel an Wissen und Erfahrung mitzugeben. Und zu mir ist der alte Mann immer nur gut gewesen. Ich krieg direkt Heimatgefühle, wenn ich den sehe. Ich schaff das nicht. Sag du es ihm. Ja, also mein Mitarbeiter hier vorne, Kollegen, der hätte eine Mitteilung zu machen. Oh, also der Opa hier, das ist mein Opa. Meine Mutter, die wusste halt nie genau, wer jetzt der Vater und... Ich bin auf jeden Fall der Enkel. Jo, und als solcher beantragt er die Aufhebung der Betreuung nach § 1901 BGB. Und diesen Unsinn soll ich Ihrem Kollegen abkaufen? Hm? Oh, hör mal. Ich bin ja kein richtiger Arzt, aber das sieht mir ziemlich nach Kollaps aus. Oder was meinst du? Wie kann das denn sein? Ja. Die Bild-Zeitung wird uns das Foto ganz bestimmt abkaufen. Ja, per se. Bild-Zeitung? Ja, sind Sie wahnsinnig? Begreifen Sie denn nicht, Ihr Opa, der ist debil. Der hat Altersschwachsinn, leidet an Demenz. Kollege, nur dass wir das leider anders sehen. Ja, unserer Ansicht nach ist nämlich der Grundsatz der Erforderlichkeit nach § 1892 Absatz 2 BGB nicht gegeben. Ach, was, das ist doch lächerlich. Das alte Wrack weiß ja nicht mal den Namen unseres Bundeskanzlers. Moment. Reden wir hier über Gerhard Schröder? Also, nehmen Sie ihn mit. Na? Jo! Na gut. Da sei ich doch gleich gewusst, dass ihr ohne mich nicht klarkommt. Praktikumsbericht. Letztlich dreht sich beim Bau alles um Stabilität. Nimmt man einen scheinbar noch so unnützen Stein heraus, kann das Gesamtgefüge zusammenbrechen. Ja, da haben wir wieder den alten Deibel. Ja, was grinst ihr denn so dämlich? Es ist genug zum Tun. Also ran an der Arbeit.